American Pharoah, die Nummer 1. Die internationalen Handicapper trafen sich unter der Woche in London, um das Longines World's Best Racehorse zu küren. Mit einer offiziellen Marke von 134 ist der Triple Crown-Sieger American Pharoah die Nummer 1 der Welt. Berlin, Berlin, erstmals Mutter. In der Uckermark ist ein waschechter Görlsdorfer geboren worden. Dort brachte die Gruppesiegerin Berlin, Berlin Anfang der Woche ihr erstes Fohlen zur Welt. Vater der kleinen Stute ist kein geringerer als der Derby-Sieger des Jahres 2014, See the Moon, der im britischen Landwaster deckt. Treffer für Earl und Proschwitz. Die von Claudia Barsich trainierte South Carolina gewann am Dienstag für den Stall Dominique und die beiden Fußballprofis Thorsten Earl und Nick Proschwitz ein Verkaufsrennen. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, das Christian Demoreau mit der vierjährigen Stute verrichten musste, um im Ziel ganz knapp die Oberhand zu behalten.